trübe Stimmung derzeit am Elektroautomarkt, so wie das Wetter es hier ungefähr zeigt und die Stimmung hier zeigt, so würde ich das auch gut beschreiben. Man fährt so quasi in eine Nebelwand. Die Sichtweiten liegen unter 100 Metern. Es ist frostig, kühl, hat so gerade 3 Grad. Aber es gibt auch den ein oder anderen Sonnenlichtblick. Und das wäre zum Beispiel der Skoda Enyaq. Der hat sich 2023 über 81.000 Mal europaweit verkauft, zählt zu einem der Top-Modelle innerhalb Europas und in vielen Segmenten sogar war es das meistverkaufte Elektrofahrzeug 2023. Für die Tschechen also eine echte Größe und ein enorm wichtiges Modell mittlerweile im Portfolio. Zeit also, um den Elektro-SUV ein wenig abzudaten. Und das hat man jetzt auch umfangreich getan. Zum einen wurde die neue Ausstattungslinie Laurin und Clement gelauncht, die hier jetzt auch an unser Fahrzeug trägt. Das ist die höchste Ausstattungslinie. Laurin und Clement waren die Gründer der tschechischen Automarke. Was das alles beinhaltet, das werden wir natürlich klären. Zudem werden wir auch das technische Update genauer erkunden. Es gibt nämlich einen neuen Elektromotor an der Hinterachse mit deutlich mehr Leistung. Es gibt eine verbesserte Ladeleistung und effizienter ist er zudem auch geworden. Das wollen wir natürlich auch herausfinden. Wir gehen auf Alltagsverbrauchsrunde. Wie immer 50% Überland, 40% Autobahn, VMAX 130 und 10% ist noch der Stadtverkehranteil. Da werden wir natürlich herausfinden, wie weit kommen wir denn eigentlich unter solchen Bedingungen mit der 77 Kilowattstunden netto fassenden Antriebsbatterie. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, zusätzlich zu den ganzen anderen Informationen rund um den Skoda Enyaq, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dranbleibt, dem Kanal hier ein Abo schenkt, ein Like für das Video und mir eure Meinung unten in der Kommentarbox hinterlasst. Dann können wir sehr gerne über den Skoda Enyaq, das Elektroautosegment allgemein und auch Sonstiges diskutieren. Und da würde ich sagen, ich steige ein und wir starten in dieses Video mit dem Skoda Enyaq 85X Laurin und Clement. Ich bin unterwegs mit dem Skoda Enyaq und rein optisch hat sich jetzt bei der Modellpflege natürlich nichts getan. Es sollte auch kein echtes Facelift sein, sondern lediglich ein Technik-Update, wenn man das Ganze so sieht. Nichtsdestotrotz ist ja nun eine neue Ausstattungslinie hinzugekommen und die beinhaltet natürlich ein paar Design-Highlights. Das Crystal Face genannte oder die Crystal Face genannte Kühlermaskeneinsatz, der beleuchtet ist, den kennt man ja schon aus den RS-Modellen. Das bekommt nun auch der Laurin und Clement. Zusätzliche Erkennungsmerkmale, das sind hier in dem Fall so matt-graue Elemente an Außenspiegeln, Frontschürze und Heckschürze. Auch die Seitenschweller haben hier auch noch matt-graue Einsätze bekommen. Zudem gibt es hier auch noch die verbauten speziellen 21 Zoll Leichtmetallräder optional. Die sehen auch echt gut aus und stehen im Wagen auch gut, weil wir eben große Radkästen haben. Insgesamt hat das Auto sehr große Blechflächen und wirkt dadurch auch sehr massig. Deutlich größer als die 4,65 Meter Außenlänge vermuten lassen am Ende. Das Auto kommt deutlich wuchtiger daher, ist insgesamt aber dennoch ein eher typisches Mittelklasse-SUV. Hinter der hier elektrisch öffnenden Heckklappe gibt es dann auch einen großzügig bemessenen Kofferraum. Wir haben hier 585 Liter Stauraumvolumen, zudem viele Simply Clever Lösungen wie Gepäcknetze, Fernentriegelung der Lehnen oder aber 12 Volt Steckdose. Hier noch Haken, 230 Volt Anschlüsse gibt es zusätzlich auch im Innenraum noch an der Vorsitzbank. Zudem auch eben verschiedene
Ablagemöglichkeiten. Also hier ist Skoda natürlich immer gern gesehen, vor allem bei Familien, weil man da immer so kleine Details findet, die das Fahrzeug hier deutlich praktikabler im Alltag machen. Dennoch praktikabel auch eben der Nutzwert des Kofferraums, wenn man dann die Rücksitzlehnen umlegt. Dann hat man bis zu 1710 Liter Stauraumvolumen und das ist durchaus ordentlich. Man kann auch wirklich lange Gegenstände hier einladen und eben auch das Fahrzeug durchaus einfach mal als Transportfahrzeug nutzen. In der zweiten Sitzreihe sitzt es sich dann äußerst gut. Die Bank ist nicht zu niedrig über dem Fahrzeugboden installiert, sodass man ordentlich sitzt. Hat auch genügend Kopf- und Kniefreiheit. Aber man muss auch sagen, der Skoda Kodiaq bietet hier deutlich mehr Platz. Also er ist ein Tick kleiner, der Enyaq. Man kann also eben gut sagen, dass er sich so ein bisschen unterhalb des Kodiaq einsortiert. In der ersten Sitzreihe sitzt es sich dann ebenfalls besonders bequem. Wir haben jetzt hier ergoaktiv genannte Sitze, also die sind orthopädisch ausgeformt, bieten zudem Massagefunktionen und sind elektrisch einstellbar, hier auf der Fahrerseite mit Memory zusätzlich und sind sitzheizbar und auch belüftbar. Zusätzlich ist jetzt hier eine schöne Lederausstattung verbaut, eine helle Lederausstattung mit den Stickereien in der Kopfstütze, wo dann auch Laurin und Clement aufgestickt sind. Insgesamt haben wir dann so leichte kupferfarbene Akzente im Stitching hier drinnen. Das Ganze wirkt sehr, sehr hochwertig. Verarbeitungsqualität sehr hochwertig. Wertige Materialien, alles fühlt sich wirklich angenehm an und ist auch solide verarbeitet. Hier knarzt und knistert auch nichts. Also genau so, wie man es auch hier erwarten würde. Beim Blick dann über den Armaturenträger, dann fällt zunächst einmal auf. Wir haben jetzt hier ein großes 13 Zoll Display in der Mittelkonsole untergebracht und das beherbergt nun auch das komplett neue Infotainment-System bzw. eine komplett neue Software. Die ist so aufgebaut, dass wir in der Mitte die Kacheln haben, die wir während der Fahrt blindlings fast schon bedienen können, weil sie groß genug sind. Und wir haben an der oberen und an der unteren Zeile des Bildschirmes noch Direktwahltasten. Am oberen Ende sind die auch individuell anpassbar. Unten haben wir zusätzlich eher noch die Klimabedienfunktionen. Die Sitzheizung und die Sitzlüftungstasten sind etwas klein und ein bisschen fusselig. Das könnte man ein bisschen größer gestalten. In meinen Augen, dann wären die auch ein bisschen zuverlässiger in der Bedienung. Auch das Zwei-Speichen-Lenkrad ist in meinen Augen jetzt nicht gerade für Bedienung bekannt, denn es stört weiterhin diese Walzentechnik, bis man da so ein bisschen rausgefunden hat, wie man hier kleine Kombi-Instrumenten-Display besteuert und wie man dann eben mit den Walzen arbeitet. Ja, das braucht schon ein bisschen Eingewöhnung und im Moment, selbst wenn man dann schon längere Zeit mit dem Wagen unterwegs gewesen ist, in meinen Augen kommt man dann erst einmal trotzdem immer mal ein bisschen durcheinander. Nichts zu meckern gibt es allerdings am Augmented Reality Head-Up Display. Die Inhalte sind sehr, sehr gut einsehbar und auch sehr vielseitig. Also es gibt wirklich allerhand Informationen zum Travel Assist, zur Geschwindigkeit, zur Speed Limit Info und zum Bordcomputer und natürlich auch die Navigation. All das wird hervorragend hier in die Windschutzscheibe hineinprojiziert und sorgt dann einfach auch für eine zusätzliche Entlastung während der Fahrt. Das Smartphone kann zudem induktiv geladen werden. Leider gibt es nur eine induktive Ladeschale, zudem aber zwei USB-C-Anschlüsse. Und wir haben unter der Lüftungsaustritten haben wir noch zusätzliche Direktwahltasten. Und das lobe ich mir bei einem Gesamtbedienkonzept hier im Skoda besonders, dass es hier eben noch Direktwahltasten gibt für die Bereiche Assistenz, Fahrmodi, Parkassistenz und die Klimatisierung. Somit muss man nicht alles über den direkt bedienen, sondern man kommt eben über diese großen Tasten direkt in die entsprechenden Menüs und kann dann weiter am Touchscreen navigieren. Navigieren ist auch ein gutes Stichwort, denn das neue Software ist auch verbessert in der Routenführung, gerade was das Thema Elektrofahrzeug und Routenplanung angeht, ist das sehr, sehr gut. Es ist eine sehr schnelle Routenberechnung. Es werden auch sehr zuverlässig dann eben Ladestops integriert. Man sieht auch, mit wie viel Akkustand man rankommt, wie lange man laden soll und bis wann es dann weitergeht. Das ist alles sehr übersichtlich und auch wirklich sehr gut gemacht. Also hier kann man sich komplett auf das System verlassen.
Ebenso gut ist dann auch das Thema Konditionierung der Batterie. Und da sind wir nämlich jetzt auch schon beim Antrieb angekommen. Denn die Akku-Vorkonditionierung ist gerade bei kühlen Temperaturen durchaus vonnöten. Denn ein kalter Akku lädt schlicht und ergreifend wirklich nicht sonderlich berauschend. Da kann ich euch auch sagen, wenn es so Minusgrade hat und das Auto dauerhaft auch draußen geparkt ist und der Akku durchgefrostet ist so ein bisschen, dann werdet ihr mit Ladeleistungen gerne mal von 40 bis 60 Kilowattstunden gerade einmal hier glücklich gestellt. Aber auch sagen, dass die Batterievorkonditionierung mindestens meist eine halbe Stunde Fahrzeit benötigt, um eine ordentliche Ladeleistung abzuliefern. Das ist natürlich auch so ein Thema, weil es eben ein zusätzlicher Energieverbraucher ist. Und dann stellt sich eben immer die Frage, ist das am Ende wirklich ein Mehrnutzwert, wenn man die Batterie über einen so langen Zeitraum konditioniert oder eher, wenn man mit der geringen Ladeleistung am Ende zurechtkommt. Leistung gibt es jetzt ebenfalls genügend, denn wir haben die neue APP 550 genannte Elektromaschine aus dem Volkswagen-Konzern jetzt hier verbaut. Das heißt, wir haben ein deutliches Leistungsplus von 81 PS, also respektive 210 kW und jetzt eben stolze 545 Newtonmeter maximales Drehmoment. Damit wird dann der Enyaq hier mit über 2,2 Tonnen Leergewicht aus dem Stand auf 100 in 6,7 Sekunden beschleunigt und 180 darf der Enyaq jetzt auch schnell laufen, also auch das eine obere Grenze hier schon bei den Elektrofahrzeugen, wenn man das mal so betrachtet. Die Antriebsbatterie beinhaltet eine Energiemenge von 77 Kilowattstunden netto nutzbar. Und die Ladeleistung kann maximal bei 175 kW liegen, wenn man es denn dann am Supercharger, also am Schnelllader hier mit einer warmen Antriebsbatterie versucht und einem niedrigen SOC, also State of Charge. Jetzt im Testalltag kam ich allerdings meist eher so auf 130 bis 140 kW, weil es eben wirklich sehr kalt war und jetzt auch die Batterievorkonditionierung teilweise nicht allzu lange ging. Aber das sind in meinen Augen trotzdem sehr gute Werte. Zudem wird auch die Ladeleistung, die hohe, dann über einen sehr langen Zeitraum gehalten. Das heißt also, das Plateau ist wirklich relativ lang, um hier mit hoher Ladegeschwindigkeit den Akku zu füllen. Zuverlässig bleibt dennoch, die Ladezeit liegt immer unter 30 Minuten für den Ladevorgang von 10% auf 80%. Angegeben ist eine WLTP-Reichweite von 510 Kilometern. Das bezweifle ich aktuell, dass wir es schaffen, aber das werden wir natürlich dann gleich klären, wenn wir zum Fazit kommen. Jetzt viel wichtiger ist allerdings noch, wie fährt sich der Enyaq? Und auch hier muss man sagen, trotz der 21 Zoll Räder, aber dank der dynamischen Dämpferkontrolle ist das hier ein sehr komfortables Fahren. Das Fahrzeug hat eine straffe Grundausrichtung, hat aber dann genügend Federwege und auch Möglichkeiten mit der Dämpferregulierung zu arbeiten, um hier einen angenehmen Reisekomfort zu bieten. Zu dem angenehmen Reisekomfort zählen auch der sehr gute Geräuschkomfort. Alles ist hervorragend gekapselt. Die Windgeräusche bleiben weitestgehend wirklich gut draußen und auch die Abrollgeräusche. Selbst bei hohem Autobahntempo ist es hier im Innenraum angenehm ruhig. Eine weitere Entlastung und vor allem auch Komfortgefühl ist hier das Thema Assistenz, denn der Travel Assist, der dann eben alle Assistenzsysteme in sich vereint, der sorgt hier auch für eine nachhaltige Entlastung des Fahrers, denn die Spur wird wirklich zuverlässig aktiv geführt und der Abstand auch sehr gut gereguliert. Das kann man dann auch über die Fahrmodi einstellen, wie schnell das Auto beim Verlassen eines Fahrzeugs vor einem wieder aufbeschleunigt. Entweder ob das langsam oder zügiger vonstatten gehen soll. Auch das Licht, dieses Matrixlicht, was hier verbaut ist, ist hervorragend in der Nacht und bietet eine wirklich exzellente Ausleuchtung, ist auch sehr zuverlässig. Der Fernlichtassistent arbeitet da auch sehr gut, genau wie eben alle anderen Assistenzsysteme hier schon wirklich nahe der Perfektion arbeiten. Das ist hier richtig gut gelöst und sorgt dann einfach auch dafür, dass man mit dem Fahrzeug eben sehr entspannt von A nach B kommt,
so richtig Sportsgeist möchte hier auch nicht aufkommen, trotz der genügenden Power, die man hier eben mit dem Elektroantrieb hat. Dennoch nutzt man das Fahrzeug hier eben gerade so als Familienvater vorwiegend eben für angenehmes Reisen mit der Familie und dann auch sehr gerne auch mal hier auf Langstrecken, trotz eines Elektroantriebs. Das war mein erster Test mit dem Skoda Enyaq 85X Laurin und Clement. Was bleibt festzuhalten? Zum einen gefällt mir das Auto optisch mittlerweile doch durchaus ganz gut, auch wenn ich bei der Front mit dieser großen Maske jetzt noch ein bisschen hin und her schwanken bin. Ich würde ihn definitiv als SUV-Limousine nehmen, wie er hier steht. Das SUV-Coupé ist mir leider zu bananenförmig, kostet zudem auch 2250 Euro Aufpreis. Das Geld würde ich mir sparen. Zusätzlich würde ich mir auch das Geld sparen für das X hinter dem 85, das heißt also die zusätzliche Asynchronmaschine an der Vorderachse, denn sie bringt im Alltag im Grunde genommen gar nichts, denn es gibt weder mehr Leistung, noch hat man wirklich wesentliche Traktionsprobleme. Und wenn man jetzt nicht ständig den Anhängerbetrieb komplett auskostet und dann oftmals auch an Steigungen wirklich das Anfahren nutzt, wo man die Asynchronmaschine eben noch ein bisschen powern muss, dann kann man sich die getrost sparen. Das reduziert zum einen eben das Budget und zum anderen bringt es auch ein bisschen was an der Effizienz. Effizient ist der Skoda Enyaq auf alle Fälle. 20,2 Kilowattstunden haben wir jetzt ermittelt hier bei unserer Verbrauchsfahrt. Wie gesagt, bei kühlen 3 Grad. Der Akku auch durch die ganze Nacht durchgefröstelt. Das heißt, der hat auch nicht optimale Temperatur. Wir haben auch während der Fahrt mal ein wenig den Akku ein bisschen vorkonditioniert manuell, eben dass wir jetzt da nochmal schön nachladen können. Den Ladepower ist angegeben mit 175 kW. Die konnten wir jetzt hier nicht knacken. Wir hatten so ungefähr 130 kW, konnten wir dann am Ende rausholen. Das ist also auch ganz ordentlich. Dennoch muss man sagen, sobald die Temperatur nach oben geht, also über die 10-12 Grad Marke, dann sinkt auch der Verbrauch essentiell nochmal. Die APP 55 genannte Elektromaschine ist sehr effizient geworden und dann sind Verbrauchswerte von 17 Kilowattstunden gar kein Problem mehr und somit steigt dann die Reichweite auch problemlos auf über 400 Kilometer mit der 77 Kilowattstunden Antriebsbatterie. Bei den Platzverhältnissen muss ich sagen, gefällt mir der Enyaq. Er wirkt deutlich größer, als er dann im Grunde eigentlich im Innenraum ist. Ein Skoda Kodiaq beispielsweise ist da nochmal deutlich luftiger, gerade was das Thema Kofferraum und Fond angeht. Dennoch bietet der Enyaq ein tolles Fahrverhalten, sehr ausgewogen, durchaus komfortabel. Das DCC-Fahrwerk ist eine absolute Empfehlung. Die Ausstattungslinie Laurin Clement lässt ihn schön edel und hochwertig daherkommen. Dennoch ist es auch die teuerste Ausstattungslinie. 61.250 Euro kostet der Testwagen in der Basis als Laurin und Clement und mit ein bisschen Ausstattungsoptionen, die wir dann auch noch an Bord haben, dann werden mal kurz 64.500 Euro daraus. Sehr, sehr viel Geld, das muss man definitiv sagen. Meine Empfehlung ganz klar ist der 85er als hier im Endeffekt Limousin-SUV. Und dann würde ich wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Paket reinpacken. Ich vermute mal, dann werde ich wahrscheinlich auch irgendwo so bei um die gut 50.000 Euro rauskommen. Viel Geld für ein Elektro-SUV, dennoch aber bekommt man hier eines der besten Elektro-SUVs derzeit auf dem Markt, auch hinsichtlich eben des Antriebsstranges, Effizienz, auch die Konnektivität wurde jetzt deutlich verbessert, die Vorkonditionierung funktioniert sehr gut, das Laden ist sehr, sehr zuverlässig und eben auch die Vernetzung der Fahrassistenz mit dem Travel Assist, das ist schon sehr, sehr nahe an der Perfektion, muss man wirklich sagen. Was mir nicht so wirklich gut gefällt, ist trotzdem immer noch so teilweise Bedienung. Zum Beispiel das Lenkrad gefällt mir immer noch nicht, auch mit seinen Walzen in der Bedienung. Auch der Toggle für das Reduktionsgetriebe, da hätte ich gerne einfach eine P-Stellung. Die gibt es leider auch nicht. Also es gibt hier noch schon so Kleinigkeiten, die mir auch nicht unbedingt hundertprozentig zusagen, aber dennoch gibt es hier einfach echt verdammt wenig, was zu kritisieren ist.
Ich hoffe, das war auch wenig zu kritisieren für euch beim Video hier. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dem Ganzen ein Like schenkt, ein Abo für den Kanal, falls nicht schon getan, und mir vor allem aber jetzt eure Meinung unten in der Kommentarbox hinterlasst. Dann können wir ein wenig diskutieren über den Skoda Enyaq oder Elektrofahrzeug im Allgemeinen. Ich würde mich sehr freuen und würde mich ebenfalls auch freuen, wenn ihr demnächst wieder reinklickt zu einem neuen Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus. Euer Ubi.